Der Sonntagssoziologe im Gespräch über Mensch und Gesellschaft. Wenn ein Hundebesitzer zu seinem Läusefänger eine Beziehung aufbaut, dann kann man davon ausgehen, dass dies auf Gegenseitigkeit beruht. Immerhin ist ja ein Hund ein Rudeltier. Wenn ein Terrariumbesitzer das mit seiner Spinne tut, liegt der Fall schon schwieriger, denn die Spinne interessiert sich wahrscheinlich wenig für die Beziehung. Wenn man aber anfängt, mit dem Kaffeeautomat zu sprechen, scheinen die Grenzen zum Wunderlichen eindeutig überschritten. Ja, doch was ist, wenn der Kaffeeautomat ein Sprachprogramm hat und sich nach unserem Wohlbefinden erkundigt? Entwickeln wir dann eine Beziehung? Aber zu wem oder zu was? Ist die Beziehung dann sozialer als zu einem Hund? Wenn euch diese Fragen interessieren, dann herzlich willkommen. Mein Name ist René Lehnert, ich bin der Podcast-Betriebsdirektor. Mit dabei heute zwei wunderbare Gäste. Einmal eine ganz neue Gästin, nämlich Maxi, die Medieninformatikerin und Mensch-Maschine-Interaktionistin. Ist das richtig so? Interaktionistin klingt etwas aktionistisch, aber im Prinzip ja. Ja, damit bist du heute die richtige Person und natürlich dabei der diskursivste aller Diskursdesperados im wilden soziologischen Westen, Dr. Diego Campagna, der Techniksoziologe. Hallo. Hi, René. Das geht auch enthusiastischer. Das war jetzt wirklich sehr, sehr weit ausholend. Hi, René. Ja, ich bin übrigens eingeschlafen, wieder ein bisschen eingeschlagen. Wir haben eine Anmoderation. Ich einen an. Was? Angeschlagen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, ja. Ich muss mir jetzt kurz die Nase putzen, okay? Bist du immer noch erkältet oder immer wieder, wenn wir uns treffen? Wir schon wieder, ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich am Wochenende krank. Vielleicht hast du eine Hausstauballergie. Ach, nee. Ja, heute sind wir ja viele, viele Leute. Da musst du ja nicht so viel reden. Ja, das ist gut. Wunderbar. Wir besprechen wieder mal einen Film und diesmal einen sehr technischen Film. Deshalb auch zwei Technikprofis im Prinzip. Drei Technikprofis als Internet-Podcast-Betriebsdirektor bin ich auch Hausmeister unserer Webseite. Dann sind wir heute drei Technikexperten hier sozusagen. Der Film, den wir besprechen, heißt Robert and Frank von 2012. Eine US-amerikanische Tragikkomödie. Und da stellt sich auch gleich die Frage, warum heißt er nicht Frank and Robert? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch eine ganze Weile den Titel falsch rum gespeichert. Ja. Ich auch. Ich auch. Ja, ist interessant, wir alle drei. Und ich habe auch Robert immer mit The Robert bezeichnet. Ich glaube, der Titel ist so gewählt, weil, naja, das Besondere ist natürlich nicht Frank. Frank ist ja irgendein Vorname, sogar ein weit verbreiteter. Und der Vorname des Hauptdarstellers sogar. Ja, natürlich, Frank, und der Vorname des Hauptdarstellers. Aber ich meine, wenn man jetzt den Film vermarkten will, dann ist ja erstmal das Besondere, dass es um eine Beziehung geht zwischen einem Roboter und einem Menschen. Und wenn man da mit dem Menschen anfangen würde, dann hört man vielleicht auch gar nicht mehr weiter hin. Also es ist, denke ich, dann erstmal fängt man sozusagen mit dem Ungewöhnlichen an. Das ist, glaube ich, so eher so aus marketingstrategischen Gründen so gewählt worden. Wie gesagt, das spielt eigentlich noch ein bisschen mehr auf deine Anmoderation auch an, nämlich diese Nähe zwischen Mensch und Roboter, dass der Roboter im Prinzip als Person wahrgenommen oder als Interaktionspartner, mit dem man tatsächlich wie mit einem Mensch sprechen kann. Deswegen ist, glaube ich, auch gerade dieses, dass The Robert nicht dabei ist und dass Robert vorne ist, das ist wie ein Name, glaube ich, der da irgendwie aufgegriffen wird. Gleichwertig mit Frank. Ja. Der Film ist ja preisgekrönt. Der hat für Wissenschaft und Technik einen Preis bekommen. Vielleicht fassen wir mal ganz kurz die Geschichte zusammen. Da ist ein alternder, dementer Ex-Einbrecher und er hält von seinem Sohn einen Haushaltsroboter. Ja, und mit dem freundet er sich an und benutzt ihn als Einbrechergehilfen für seine Raubzüge. Das ist ein recht stiller, gutmütiger Film. Es gibt gar keine richtigen Bösewichte. Ja, naja, bisschen schon. Ja. Der Typ, der halt die Bibliothek da auflösen will. Ja, aber der ist ja nicht böse, der ist ja ein Opfer, der wird ja bestohlen. Ja, aber er wird bestohlen, weil er böse ist. Er ist auf jeden Fall unsympathisch, ich glaube. Unsympathisch, genau. Ja, stimmt, du hast recht, das macht einen Unterschied. Es gibt ja Bösewichte, die sind sympathisch. Stimmt, ja, Maxi hat recht, ja. Er ist unsympathisch, ja. Er ist nicht unbedingt böse, so im
herkömmlichen Sinn, aber definitiv unsympathisch und auch den Zuschauern, würde ich sagen, den Zuschauerinnen unsympathisch, denn man identifiziert sich ja dann auch mit dem Hauptdarsteller, also mit Frank, und freut sich, dass er dann auch diesen Plan ausheckt, gerade ihn auszurauben, erfolgreich. Ja. Aber korrekt ist es natürlich nicht. Also, nee, klar. Aber ne, Frank, muss man hier auch sagen. Ja gut, ja. Das ist ja sowieso moralisch ja eh bedenklich. Also ich meine, Frank ist halt eben, wie du ja schon gesagt hast, ein Einbrecher. Das ist ja so sein Job. Sein Job, ja, genau. Insofern. Ja. Und er ist auch gar nicht so freundlich eigentlich zu seinen Kindern zum Beispiel. Die funktionalisiert er ja auch ziemlich oft. Also zu dem Roboter ist er viel, viel höflicher. Aber auch erst nachdem er, deshalb wollte ich ja auch so sehr auf diese Entwicklung eingehen, erst nachdem er festgestellt hat, dass er ihn nutzen kann, um eben weiter irgendwo einzubrechen. Aber ich will, bevor wir die Entwicklung des Films uns angucken, dann doch nochmal auf die technischen Sachen zu sprechen kommen, denn vor Jahren, Diego, haben wir ja mal 2 Roboterfolgen gedreht, also die ersten, wo wir das erste Mal gepodcastet haben. Das waren die allerersten. Ja, die aber großes Aufsehen erregt haben, ne? Du wurdest dann gleich zitiert zu Vorträgen. Ja, natürlich. Aufgrund dieser... Aufgrund der Podcast-Folgen, ja. Ja. Maxi, nicht lachen, das stimmt. Nee, super, freut mich. Deswegen habe ich gerade gefragt, worum es da ging. Ja, um Roboter, um Soziologie des Roboters ging es da im Prinzip. Mhm. Und um den Care-Obot. Du bist ja Mitentwickler des Care-Obots. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht Mitentwickler, nein. Das kann man so auf keinen Fall sagen. Aber du hast doch mit dem was zu tun. Ich habe mit dem was zu tun gehabt, ja, im Rahmen eines Projektes. Ja, und da wollte ich dich fragen, wie ist denn der Stand der Dinge? Sehen wir hier in dem Film den Care-Obot von morgen? Nein, also das kann man so nicht sagen, glaube ich, nein. Also ich meine, wir haben ja damals schon feststellen müssen, dass der Care-Obot und auch die anderen Roboter, die es so auf dem Markt gab, oder in der Entwicklung, die gibt es ja noch nicht auf dem Markt, in dem, also diese Art von Roboter, damals und heute leider immer noch nicht so viel können, wie es vielleicht den Anschein hat, wie das oft in den Medien ja auch dargestellt wird, extrem anfällig sind, also im Prinzip viel könnten, aber dann letztendlich, wenn es drauf ankommt, immer sehr viel schief geht, also überhaupt nicht robust sind, überhaupt nicht dann wirklich im Alltag eingesetzt werden können. Also die sind wirklich noch in den Kinderschuhen, was die Entwicklung betrifft. Gerade diese komplexen Roboter, die eben komplexe Handlungen durchführen müssen, wie eine Spülmaschine ein- und ausräumen. Und in dem Film haben wir ja auch gesehen, dass der Roboter, also hat er eigentlich einen Namen oder nennen wir ihn Robert? Robert. Er nennt ihn einfach Robot. Ja, würde ich denken. Ich glaube, das ist sein Name. Ja, mit dem Namen, das ist so eine Sache, auf die wir sicher noch beim Personenbegriff zu sprechen kommen. Mhm. Denn nach 26 Minuten erst wird überhaupt auffällig, dass der Roboter gar keinen Namen hat. Und dann denkt man ja, er kriegt einen, aber er kriegt auch keinen Namen. Und trotzdem nehmen wir ihn ja als Person wahr. Ja. Aber da können wir ja später nochmal dazukommen. Ja. Also auf jeden Fall, der Care-Obot hat in der Regel auch keinen Namen. Nee, der hat ja auch keinen Namen. Aber jetzt auf deine Frage jetzt zurückzukommen. Ich denke, dass man nicht sagen kann, dass der Roboter, den wir im Film sehen, also sowas wie ein Care-Robot der Zukunft ist, weil der Care-Robot und die anderen Service-Roboter, die komplexe Funktionen durchführen sollen, die sind halt so weit davon entfernt, dass man eigentlich gar nicht mehr sozusagen in einer Linie da eine Verbindung herstellen kann. Oder? Was meinst du, Maxi? Na, ich würde den Unterschied sogar noch an einer anderen Stelle sehen, weil ich glaube, dass alle Roboter, die derzeit entwickelt werden, gar nicht so auf proaktive Interaktionen orientiert sind, sondern eigentlich tatsächlich eher in den Fokus gerückt wird, wie kann ich etwas kompensieren und wie kann also eine Schwäche eines Menschen in einer Pflegesituation kompensieren und wie kann ich den Menschen möglichst unauffällig dabei unterstützen. Also dieses Unauffällige steht ganz stark im Vordergrund. Stimmt, du hast recht. Deswegen sehe ich gar nicht, dass es diese wirkliche Interaktion gibt im Moment, selbst wenn man die Funktionalitäten versucht, darauf auszurichten. Ist das zumindest die im Moment eingesetzt werden? Es gibt welche, die auch proaktiv auf Menschen zugehen können, aber ich glaube, das ist nicht mitgedacht in den Konzepten, wie sie im Moment eingesetzt werden, zu Hause zum Beispiel. Hm. Weil man eigentlich eher Angst hat, dass der Roboter zu präsent sein kann und zu sehr den Menschen entmündigt an der Stelle und Aufgaben übernimmt, die einer anderen Person zugedacht wären. Und deswegen der Roboter, glaube ich, eher
ja, sich zurücknehmen soll. Wobei die Frage sich ja schon stellt, ob die Entwickler und Entwicklerinnen das auch so darstellen müssen, weil sie so ja, davon ausgehen, dass es in der Öffentlichkeit diese Bedenken gibt. Also dass sie vielleicht doch gerne auch so einen Roboter wie im Film entwickeln würden, ja, das aber nicht tun oder zumindest nach außen hin nicht so darstellen, auch so tun, als ob sie das auch gar nicht wollen würden, weil sie ja sozusagen diese Bedenken, die es in der Öffentlichkeit gibt, antizipieren oder geben könnte und da vielleicht sogar übervorsichtig sind und dann gerade eben diese sehr zurückhaltende, wie du jetzt vorhin dargestellt hast, auch eher auf eben Defizite ausgleichende Funktionen dann sich konzentrieren und das sehr stark in den Vordergrund stellen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass insgeheim schon sehr viele Robotikerinnen und Robotiker eigentlich gerade so eine Vision von Roboter so haben, an der sie sich auch orientieren oder die sie auch so inspiriert. Das ist eigentlich interessant, weil gerade an dem Punkt hat man ja an verschiedensten Studien auch festgestellt, dass Menschen halt, wenn der Roboter gar nicht auf sie zugeht, diese persönliche Beziehung nicht so schnell aufbauen können, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen als jemand, mit dem sie interagieren können, aber wesentlich aufgeschlossener einem Roboter gegenüber sind, wenn der auf sie zugeht. Insofern, ja. Ach so. Ja. Vielleicht ist das wie bei Menschen. Also wenn ein Mensch auf uns zugeht, sind wir ja auch erstmal positiv überrascht und freuen uns. Mhm. Aber wenn er dann permanent auf uns zugeht, sind wir genervt. Ja, klar. Ja. Naja, und ich meine, es kommt ja auch darauf an, was für ein Mensch das ist. Und ich glaube, bei Roboter gibt es ja schon auch so die Befürchtung, dass in der Öffentlichkeit, also dass halt eben Menschen, naja, so ein Roboter halt eben mit einer Maschine gleichsetzen, die, was weiß ich, wie stark sein könnte. Man kann das ja schwer einschätzen. Und wenn ich jetzt in der Nacht auf einer verlassenen Straße von so einem Schrank irgendwie so angesprochen werde, der übel aussieht, dann würde ich ja auch lieber eher die Flucht ergreifen und hätte ja auch Angst vor diesem übel aussehenden, sehr starken Menschen. Mhm. Ich glaube, in der Hinsicht werden dann, also die Befürchtungen, die man sieht bei Robotern, sollte man dann eher halt damit parallelisieren und weniger mit einem freundlichen, einem zugeneigten Menschen. Also ich glaube, dass das eher so diese Sicht und diese Befürchtung ist, die dazu führt, dass man Roboter halt eben nicht proaktiv... Also ich würde bei den Studien dann auch gern nochmal nachgucken, wie die Optik der Roboter war. Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass bei Frank und bei Robert und Frank der Roboter völlig ungruselig rüberkam. Ja. Bis auf einen kleinen Moment. Und diese gruseligen Momente bei Robotern, das sieht man bei Odyssee im Weltall, die entstehen, wenn man einem Roboter eine Frage stellt und er länger überlegt, als man das jetzt erwarten würde. Ja, ja, wobei... Und man guckt dann so in eine Leere und kann überhaupt nicht deuten. Ja. Wie bei Menschen deutet man ja anhand der Gesichtszüge oder der Körpersprache etwas, was im Kopf vorgeht, das kann man nicht. Und das sind gruselige Momente und die finden hier ja quasi nicht statt. Mhm. Und da müsste man bei der Studie natürlich auch gucken, wie so ein Roboter nonverbal rüberkam, wenn man misst, ob man ihn als positiv empfindet, wenn er auf mich zukommt oder nicht. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja so Filme mit Robotern, die so 30 Meter hoch sind. Ja? Wenn so einer jetzt in der Studie auf eine Gruppe von Probanden losläuft, da brauche ich nicht viel Statistik, also um da vorherzusagen, dass die weglaufen werden. Ja, ja klar. Die Studie, von der ich gesprochen habe, die war auch viel, viel kleiner. Da geht es um diesen, wie heißt der, Geminoid? Der japanische Professor, der einen Roboter nachbaut, der halt genauso aussieht wie er. Und da ging es nur darum, dass sozusagen beide, also ich glaube beide, sowohl der Roboter als auch der echte Professor da saßen und Menschen erstmal ihn nicht als Roboter wahrgenommen haben und auch nicht mit ihnen irgendwie in Beziehung getreten sind an der Stelle. Und als er auf sie zugegangen sind, ist dann eine Interaktion entstanden. Also es war tatsächlich mit einem menschlich aussehenden Roboter, keine Maschine, von der man Angst haben müsste. Hm. Wo es das halt, also ich glaube, möglicherweise sagt die Studie auch eher aus, dass man einen Roboter nicht zwangsläufig als Roboter wahrnimmt. Dieser Roboter im Film, der ist ja fast 1:1 übernommen, zumindest äußerlich, von einem existierenden Roboter, nämlich der heißt Asimo. Mhm. Groß geschrieben alles, also sind Abkürzungen, weiß ich jetzt nicht, für was sie stehen. Und der ist in der Robot Hall of Fame. Da ist der Kai-Robot, hat es da noch nicht hingeschafft. Das ist aber ein Roboter, also den wir im Film sehen. Mhm. Ja.
beziehungsweise der Prototyp für den, der im Film existiert, der nicht selbst lernen kann, sondern der ist, der muss von vorn bis hinten programmiert werden, ja, und ist insofern ja schon überholt. Da ist der Care-Obot ja besser. Der kann ja schon selber lernen. Nicht gut, aber. Naja, nee, also es wäre gibt sich schön, Mühe. Es wäre schön, wenn er das könnte. Aber ich meine, was er kann, ist, dass er sich selbst zum Beispiel dann orientieren kann. Also man. Ja, aber guck mal, das finde ich, wenn du so über den Roboter redest, da wäre ich auch unmotiviert, weiterzulernen. Ja. Die Pädagogen haben doch gesagt, die Kinder lernen nicht, ja, weil die haben die Erfolgserlebnisse nicht. Und jetzt kommen die Techniksoziologen zu den Robotern und sagen, ja, der kann noch nicht richtig abwaschen, der kann gerade mal. So. Wenn du das beim Baby machst, wie geht's denn deinem Baby? Ja, pff, das kann noch nicht, es läuft selbstständig, aber so richtig kann es noch nichts. Ja, dann ist auch Schluss. Vielleicht müsst ihr da, Maxi, die Roboterkommunikation. Du bist ja, da hast ja damit zu tun. Ihr müsst da mal untersuchen, welche pädagogischen Effekte sowas hat. Auf die Roboter. Na, die Frage ist ja, inwieweit genau dieser Roboter diese Äußerungen aufnehmen und verarbeiten und einordnen kann, ne? Ja. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass das Design solcher Roboter eben überholt ist. Das stimmt schon. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem Asimo und dem Care-Robot. Also der Care-Robot ist so programmiert, dass er es schaffen sollte und nicht immer, aber oft schafft er das auch, selbstständig den Weg zu finden von A nach B. Also er fährt dann da nicht. Da ist der schon besser als ich, wenn ich rausgehe in einer anderen Stadt. Ich bin ja nicht so der iPhone-Typ, der immer so ein Navigationsgerät dabei hat. Ich verlaufe mich regelmäßig. Ja, also der verläuft sich halt leider auch immer wieder mal. Und ich meine, der Weg von A nach B verläuft dann nicht irgendwie vom Hauptbahnhof zu irgendeinem Außenbezirk, sondern von einem Zimmer über den Flur ins nächste. Also viel mehr schafft er dann auch nicht. Und dafür braucht er dann auch manchmal mehrere Minuten, weil er sich halt eben immer wieder, scannt er dann so den Raum ab und versucht dann halt eben zu navigieren, sodass er nicht irgendwo anstößt und dass er halt eben dahin kommt, wo er hin soll. Und das unterscheidet den Care-Robot natürlich schon, gerade was die Navigation betrifft, von dem Asimo, der, wie du gesagt hast, komplett durchprogrammiert werden muss. Also da muss man wirklich jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Drehung und so weiter Stück für Stück dann programmieren. Und der führt dann wirklich nur eine Abfolge von vorher einprogrammierten Befehlen aus. Eine Frage an Maxi, also wie man, dass man einer Maschine alles einprogrammieren kann und diese das dann abspult, das kann ich mir vorstellen. Aber wie man eine Maschine eine Lernfähigkeit einzimmert, das ist mir ein Rätsel. Na, das funktioniert über verschiedene Wege, glaube ich. Also das Lernen liegt tatsächlich darin, auch verschiedene Datensätze immer wieder auswerten zu müssen, beziehungsweise in verschiedenen Situationen immer wieder oder immer wieder einer Situation ausgesetzt zu sein. Das ist der Lernprozess, den eine Maschine dann durchmachen kann, indem sie über Heuristiken abwägt, was ist die größte Wahrscheinlichkeit dessen, dass eine bestimmte Situation jetzt eingetreten ist. Insofern ist dieses Lernen eben nicht gleich dem menschlichen Lernen, glaube ich. Weil letztendlich auch hier Algorithmen dahinter stehen, an welcher Stelle oder wie die Heuristiken letztendlich ausgewertet werden von einem Computer. Das heißt, mit Bildungswissenschaftlern, könnt ihr gar nicht zu Rate ziehen? Doch, ja, glaube ich schon, weil es letztendlich Programmierern die Informationen gäbe, wie man entsprechend mit verschiedenen Heuristiken umgeht. Das würde schon funktionieren, um einfach eine Art Wissenstransfer an der Stelle ermöglichen zu können von Bildungswissenschaftlern zu Robotikern, die ja vielleicht eher aus ihrer eigenen Welt, aus ihren eigenen Erfahrungen dann Heuristiken programmieren, weil sie glauben, ein bestimmtes Lernverhalten wäre angemessen. In einem Werbespot über den Care-Robot Pflegecomputer, Pflegeroboter, der wird ja zur Pflege, aber auch für den Haushalt eingesetzt oder soll eingesetzt werden, da haben die gezeigt, so ein Opa, der lief so in seiner Wohnung rum und da lief auch der Pflegeroboter rum. Und dann bekam der einen Herzinfarkt und dann ging der Roboter zu dem hin und schaltete direkt zu so einer Notleitstelle durch. Und da konnten die dem dann sozusagen beim Sterben zugucken, weil der auch Kameras drin ja hat. Das ist ja schon ein Vorteil. Also man stirbt dann nicht irgendwo allein. Sondern jemand guckt zu. Sondern dann kommt der Roboter und schaltet zu, vielleicht mit einem Seelsorger oder so. Ja, schaltet zu. Das fand ich schon beeindruckend.
Aber genau das ist ja die Herausforderung generell bei diesen ganzen Erkennungstechnologien. Im Prinzip kann ein Roboter erkennen, wann ein Notfall eingetreten ist, aber er kann selten die Situation davor auswerten und sagen, es wird gleich ein Notfall passieren. Und deswegen ist diese Feststellung eigentlich gruselig, finde ich, oder zeigt auch so ein Stück weit die Grenzen auf, die im Moment bestehen. Wahrscheinlich liegt die Grenze ganz stark halt in der Intuition. Also es gibt ja Ärzte, die sagen, die hören manchmal am Telefon, ob es einem Patienten gleich schlecht gehen wird oder nicht, durch ihr Bauchgefühl, durch irgendwelche Auffälligkeiten, die sie gar nicht in Worte fassen können. Solche Sachen kann man ihm dann ja auch gar nicht einprogrammieren. Ja, das ist, also was wir nicht in Worte fassen können, ist schlecht programmierbar, glaube ich. Das ist doch der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen. Das ist halt dieses Erfahrungswissen, das sich halt eben zu ganz großen Anteilen aus implizitem Wissen zusammensetzt, das halt nicht, also vollständig explizieren lässt und damit dann entsprechend auch programmieren lässt. Aber ich meine, was der Roboter beispielsweise auch nicht kann, das ist da, glaube ich, grundsätzlich immer eine große Schwierigkeit, auch bei Expertensystemen, die irgendwelche Dinge auswerten sollen, also jetzt unabhängig von Robotern, diese Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen. Aber unabhängig davon, was der Roboter beispielsweise vermutlich, also sehr lange, sehr schwierig unterscheiden können, ist, ob derjenige, der da den Herzinfarkt gekriegt hat, ob er ihn nur simuliert. Ich glaube, man kann als Mensch dann schon eher unterscheiden oder feststellen, okay, vielleicht macht er jetzt gerade nur einen Scherz oder es hat mit Herzinfarkt gar nichts zu tun und der möchte einfach sich nur kurz hinlegen und irgendwie, und es juckt ihm irgendwie am Herz oder irgendwie an der Brust und er fasst sich dann dahin, um sich zu kratzen oder so. Also ich glaube sozusagen, diese vielfältigen Informationen und Informationssplitter, die man alle auswertet, als Mensch, meine ich, wenn man eine Situation deutet, um sie dann richtig zu deuten, die sind ja so vielfältig, dass allein die jeweils dann auf dem Schirm zu haben, zu wissen, worauf es ankommt, sodass ein Roboter dann entsprechend dann die auswerten kann, ist ja ein jetzt nicht unmögliches Unterfangen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges. Also, was ich interessant fände, wäre mal zu schauen oder die Frage zu stellen, wenn die Roboter jetzt weiterentwickelt werden und die Lernfähigkeiten immer weitergehen, ob die dann in sich, also ob so ein Roboter in seinem Inneren implizites Wissen anhäuft, was er dann auch nicht uns mitteilen kann, dann käme das ja schon so einem, ja, fast so einer individuellen Persönlichkeit schon nahe, weil er hat dann ein Eigenleben, ja, auf das nur er zurückgreifen kann. Also, aber da ist ja tatsächlich die Frage, wie funktioniert das mit dem impliziten Wissen? Das Problem ist ja jetzt im Prinzip, dass man auch beim Menschen nicht genau sagen kann, wie kann man das explizit, dieses Wissen, was da eigentlich implizit vorhanden ist. Sprich, man kann von der menschlichen Seite her nicht mal sagen, genau wie dieser Prozess funktioniert. Und natürlich mag es sein, dass es ein Nebeneffekt gibt bei Robotern, wie Wissen abgespeichert wird und dann bei der Interpretation auch neu zusammengesetzt wird. Aber da ist natürlich genau die Frage, ob wir den Menschen damit näher kommen oder ob wir nicht ganz strange Reaktionen auch feststellen. Es wäre interessant, wenn tatsächlich mal was ganz unerwartet an der Reaktion kommt, die menschlich sein könnte, aber eben nicht die adäquate Reaktion ist. Aber ich glaube, da sind wir noch gar nicht, weil die ganzen Auswertungsverfahren noch nicht so gut zusammenspielen, dass man sagen kann, es kommt so eine Reaktion zustande. Aber ich glaube, dass man das auch erstmal auch gar nicht wollen würde, dass der Roboter so etwas wie implizites Wissen entwickelt und das dann auch für uns Menschen nicht explizierbar. Ja, aber du kannst es gar nicht verhindern. Wenn der wirklich gut mit Heuristiken arbeitet, dann kann der da, dann ist das ja kein Algorithmus mehr, nachdem er dann seine Entscheidung trifft. Und wie soll er dir dann rückmelden, warum er jetzt entschieden hat, dass das kein Herzinfarkt ist, sondern ein gefakter, wenn er dieses Wissen aus ganz vielen Trial-and-Error-Situationen vorher sich selbst sozusagen beigebracht hat. Ja, aber ich glaube, da ist dann wirklich die Grenze dann überschritten. Also wenn er diese Trial-and-Error-Kette, die dazu führt, dass er dann das als Scherz wahrnimmt oder wahrnehmen kann und nicht als echten Herzinfarkt, wenn er diese Geschichte sozusagen, diese Historie dieser Trial-and-Error-Auswertung, die dazu führt, dass er das dann richtig deuten kann als Scherz, wenn er die nicht explizieren kann, dann ist die Grenze dann überschritten. Und dann ist das
ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Roboter dann nicht mehr vorhanden. Wir haben ja damals in der Folge, ich glaube, das war diese eine Folge über die Roboter, ja auch viel über die Kontingenz dann auch gesprochen, die den Menschen unterscheidet von Technik. Oder die zumindest nach vielen soziologischen Theorien das einzige Unterscheidungskriterium ist, das übrig geblieben ist, dass Technik und Menschen unterscheidet, voneinander unterscheidet. Und das wäre dann nicht mehr gegeben. Also du kannst dann eben, dann ist in dem Fall der Roboter genauso kontingent in seinen Handlungen wie ein Mensch. Und dann lässt sich tatsächlich dann die Unterscheidung nicht mehr plausibel aufrechterhalten. Aber Robert im Film entwickelt ja genau diese Unvorhersagbarkeit. Das ist tatsächlich die Frage. Also ich denke, dass er das nicht tut. Nein, würde auch sagen. Aber er entscheidet doch, kriminell zu werden oder nicht, aufgrund von. Nee, eben nicht. Aber er entscheidet also, nicht. Genau, ja. Das entscheidet derjenige, der mit ihm interagiert, letztendlich. Genau. Und er gibt eigentlich auch immer wieder, auch im Film selbst, Gründe an, wieso er sich dafür entschieden hat. Also sozusagen vernünftige Gründe, also nachvollziehbare Gründe, wieso er als Roboter sich dafür entschieden hat, an der Stelle Frank zu unterstützen, bei diesem Einbruch beispielsweise. Das heißt, es ist immer sehr, sehr logisch und überhaupt nicht überraschend, so wie ein Mensch einen überraschen könnte, von dem man beispielsweise nie gedacht hätte, dass er sich dazu hinreißen lässt, jetzt mit dir irgendwo einzubrechen. Ah, okay. Und das war ja, ja. Er hat ja im Prinzip auch immer zwei konkurrierende Ansätze, ne, dabei. Also einerseits ist er der pflegende Roboter, der nämlich Frank motivieren soll, gesund zu leben, aktiv zu sein, einfach was gegen seine Demenz zu tun. Und andererseits hat er dieses logische Verständnis, er kann wahrscheinlich über Wikipedia oder ähnliches auswerten, was ist ein Einbruch. Ein Einbruch ist nicht gut und nach Gesetz XYZ darf er das auch nicht tun. Und trotzdem ist seine erste Aufgabe, Frank zu unterstützen. Und ich glaube, darin, das wirkt dann für denjenigen, der zuschaut, erstmal so, als würde er die Entscheidung treffen. Eigentlich weiß er, das ist kriminell, was er da tut. Aber er entscheidet sich jetzt trotzdem dafür und ich glaube, es ist keine Entscheidung, sondern das ist das, worauf er ausgerichtet ist, nämlich auf Helfen an der Stelle und er kann ja nicht einordnen, was sind denn die Konsequenzen von einem Einbruch? Ja, vielleicht kann er das sogar einordnen, aber er entscheidet sich dann trotzdem dafür, weil es spricht dann einfach unterm Strich mehr dafür als dagegen und ihn dazu unterstützen. Ja, aber ich würde sagen, er kommt nicht dazu, einzuordnen, was es heißt, ein Einbruch. Nein, also ne, weil er natürlich weiß er vielleicht in der Kette, was es bedeutet. Ein Einbruch heißt, wenn ich erwischt werde, werde ich bestraft und gehe vielleicht ins Gefängnis. Wenn ich nicht erwischt werde, habe ich was gemacht. Aber was denn eigentlich? Er kann nicht, es hat keine moralische Bedeutung. Nein, moralische nicht. Also es ging darum, dass ich sagte, dieser Roboter trifft Entscheidungen, die wir jetzt nicht mehr explizieren können oder nicht rekonstruieren können. Und da sagtest du doch, das kann man schon, denn man weiß ja, was ihm einprogrammiert wurde und aufgrund dieser Entscheidung kann man das nachvollziehen. Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, der Roboter hat jetzt sozusagen eine Primärentscheidung, hilft dem Frank, an dieser arbeitet er alle anderen Entscheidungen ab. Es gibt Psychologen, die sehen menschliches Verhalten so ähnlich, auch Soziologen, wenn die Rational Choice Theoretik oder so, die sagen, es gibt eine Prämisse im Menschen, so, die kennen wir oder nicht. Ja. Bei Robert kennen wir die, weil wir wissen, dass ihm das einprogrammiert wurde. Ja. Nach welcher Prämisse der Mensch läuft, wissen wir nicht, weil wir so. Und aber diese Gründe, die man anführt, für warum man sich wie entscheidet, sagen Psychologen, dass das nur der Rattenschwanz ist, willfährige Handlanger quasi des Bauchgefühls. Und dass unsere rationalen Entscheidungen gehen auch alle nur um diese Prämisse, mit der wir ins Leben treten. Und die sind vielleicht bei Menschen so unterschiedlich und wir wissen nicht, welche das ist, dass uns das verwirrt und überrascht sind. Aber wir wären nicht überrascht, wenn wir diese Prämisse kennen. Nur bei Robert kennen wir sie. Das heißt aber, die Funktion wäre dann genau dieselbe, nämlich der Mensch arbeitet nach Grundbedürfnissen, die ihm von der Natur eingegeben ist, die vielleicht variieren, und der Roboter. Nur beim Roboter kennen wir ihn, weil wir ihn selbst gebaut haben und sind deshalb nicht mehr überrascht. Und nur das Nichtwissen der Grundprämissen beim Roboter überrascht uns. Im Beispiel, wenn einer nach Macht strebt, wird er alles tun und Argumente dafür finden, warum er sich so und so und so entscheidet. Die Prämisse ist, ich will mächtig werden. Ja? Wenn wir das nicht wissen, was seine Prämisse ist,
dann sind wir überrascht. Warum entscheidet der sich jetzt? Das ist ja unvernünftig, aber er wägt das ab, ohne es selbst zu wissen. Deshalb würde ich deinen Einwand nicht so ohne weiteres stehen lassen, den du da vorhin ich glaube, was mir an den Kopf gehauen hast. Ne, was interessant ist, du würdest jetzt aus meiner Sicht dem Roboter diese Fähigkeit unterstellen, er hätte auch anders reagieren können. Und er hat eine Zielsetzung, die er selbst folgt. Aber diese Zielsetzung ist ja ihm künstlich eingepflanzt worden, sozusagen. Ja, also genau. Als Mensch würde ich ja sagen, natürlich, es gibt halt viele verschiedene Wege, wie ein Mensch reagieren könnte in dem Augenblick. Und das hat mit Erfahrungen zu tun, das hat mit seiner initialen Zielstellung vielleicht zu tun. Der könnte also genauso wie Robert reagieren, der könnte aber auch genau anders reagieren und an einem bestimmten Punkt, wenn es ihm nämlich zu heikel wird beim Einbruch oder ähnliches, plötzlich einen Rückzieher machen. Also da gibt es noch viel mehr Variablen, glaube ich, im menschlichen Verhalten. Und ja. Ich glaube, Robert kann... Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass er im Fall des Einbruchs dann plötzlich feststellt, aufgrund seiner Wissensbasis, er darf das nicht tun und einen Rückzieher macht. Und ja, genau. Kann er nicht anders reagieren? Wenn der Robert jetzt 10 oder 20 Jahre gelebt hätte, wären seine inneren Abgleichprozesse doch so kompliziert oder komplex geworden, dass wir auch überrascht wären über seine Entscheidung. Das mag sein, aber es ließe sich trotzdem dann explizieren und eben auf das zurückführen, was im ursprünglich einprogrammiert worden ist. Und beim Menschen würden wir trotzdem immer davon ausgehen, dass er, so wie Maxi es dargelegt hat, im Prinzip auch sich anders entscheiden könnte und anders handeln könnte. Und es gibt auch, also auch der Rational Choice, bis auf ganz, ganz wenige sehr deterministische Ansätze wie Holmes. Man muss vielleicht den Hörern noch sagen, Rational Choice sind soziologische Theorien, die davon ausgehen, dass jeder Mensch, jeder Akteur seinen Nutzen maximieren will und dass alle Entscheidungen, die der so trifft, letztlich darauf beruhen, genau, und den Nutzen zu maximieren. Und Rational Choice Ansätze werden ja auch bezeichnet als Ansätze, die sich orientieren an dem methodologischen Individualismus. Und das heißt, dass sie nicht davon ausgehen, dass der Mensch so funktioniert, sondern dass es sozusagen eine methodologische Entscheidung, dass man so tut, davon ausgeht, dass ein Mensch so funktioniert, dass man das Verhalten eines Menschen so beschreiben kann, weil man davon ausgeht, dass man so am meisten erklären kann, soziologisch. Ob der Mensch tatsächlich so funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt und das würden bis auf weniger wie Holmes beispielsweise, der wirklich Determinist, also der so verhaltenstheoretisch, also wirklich behavioristisch in einem ganz kruden Sinn, der Ansicht war, Soziologie betreiben zu können, der wird ja von vielen Soziologen auch nicht als echter Soziologe wahrgenommen, weil er halt eben wirklich so deterministisch, ein so deterministisches Menschenbild hatte. Bis auf solche wenigen Ausnahmen würden auch die meisten Rational-Choice-Theoretiker und Theoretikerinnen ganz klar sagen, das ist eine methodologische Entscheidung und deshalb wird ja auch der Rational Choice diesen Paradigma des methodologischen Individualismus subsumiert. Also das heißt, auch da würde man immer davon ausgehen, dass der Mensch natürlich sich gerade dadurch auszeichnet, dass er einen überraschen kann, dass er sich auch anders entscheiden kann, als bloß entsprechend seiner Profitoptimierung sich zu orientieren. Also weißt du, du würdest halt, wenn du Rational Choice Ansätze so auswählst, um menschliches Verhalten zu erklären, dann müsstest du eigentlich genau umgekehrt sagen, dass du so tust, als ob Menschen wie Roboter handeln, wohl wissend, dass du eben nur so tust, weil du nur so überhaupt zu belastbaren Erklärungen gelangen kannst. Das ist zumindest die Ansicht der Rational Choice Theoretiker und Theoretikerinnen und viele, meine andere Strömungen in der Soziologie sehen das ja auch ganz anders und sind eben der Ansicht, dass das ein viel zu enges Korsett ist. Überzeugt mich. Ich würde gerne an dieser Stelle, wenn ihr nicht noch was dazu sagen wollt, einen kleinen Schnitt machen und zu einem Thema kommen, was ich unbedingt noch abhandeln möchte. Und zwar das Thema Freundschaft. Ja, das ist gut. Im Duden steht, Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, die sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet.
ist eine soziologisch natürlich problematische Definition, weil was ist Mensch? Ja? Wir wissen auch nicht, ob Sympathie im Gehirn stattfindet, ja? Weil das Gehirn, Diego, dein Spruch? Ja, ist nicht wichtig. Es geht nicht um ja, also Maxi, es war so, wir hatten ja mal immer versucht, einen ordentlichen Brüller zu erfinden, mit dem wir die Hörer begrüßen. Und da gibt es jetzt ja den berühmten Dr. Spitzer. Ja. Den kenne ich. Psychiater. Ja. Und der begrüßt seine Zuschauer immer in seiner Sendung mit, es geht um ihr Gehirn. Aber das hat Diego Angst gemacht, einmal, weil das wirklich eine furchtbare Vorstellung ist, wenn einer so nach dem Gehirn greift und sagt, darum geht's jetzt. Und dann, dass wir ja gar nicht wissen als Soziologen jetzt, was im Gehirn vorgeht. Ja? Richtig. Aber ich habe für... Und euer Spruch ist jetzt als Soziologen, das Gehirn ist unwichtig? Es geht nicht um ihr Gehirn. Okay, alles klar. Ausdrücklich. Also wir sind da auch ganz auf deiner Linie als Informatikerin. Es gibt für uns da auch nur 0 oder 1. Ja? Du, das gibt es ja im Zweifelsfall. Geht um ihr Gehirn, oder explizit, es geht nicht um ihr Gehirn. Okay, gut. Aber Georg Simmel, der Soziologe Georg Simmel, bietet da eine für uns Soziologen brauchbare Definition. Mhm. Er sagt, erst wenn ein emotionaler Zustand zu einer realen Wechselwirkung zwischen Individuen führt, wird Freundschaft soziologisch bemerkenswert. Freundschaft und diese Wechselwirkung ist dann eine unabhängige Einheit von den Individuen. Ja? Und die können wir beobachten als Soziologen. Ja, und genau, dann wollte ich dir einen Vorwurf machen. Weil du immer sagst, es geht nicht um ihr Gehirn, weil wir können ja als Soziologen nicht in die Köpfe reingucken. Aber wir können doch als Soziologen unsere Kollegen, Neurologen fragen und sagen, was seht ihr denn im Gehirn? Aber es ist doch völlig irrelevant für uns. Denn das, was für uns zählt, ist allein das, was wir beobachten können. Und da hat es natürlich schon auch viel mit Zuschreibung auch zu tun. Da hattest du schon recht vorhin. Und was wir beobachten können, ist halt eben das, was zwischen Menschen passiert. Das ist das, was soziologisch beobachtbar ist oder was eine soziologische Beobachtung ausmacht. Das ist der Gegenstandsbereich der Soziologie. Das, was zwischen Menschen passiert und das, was daraus dann entsteht. Und was in den Köpfen derer, die jetzt miteinander interagieren, vor sich geht, ist völlig irrelevant für Soziologinnen und Soziologen. Ist das wirklich? Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Es kommt natürlich darauf an, welcher theoretischen Strömung du anhängst. Es gibt unter den Soziologinnen und Soziologen natürlich auch Theorien oder einzelne Menschen, die der Ansicht sind, dass das Gehirn wichtig ist, klar. Ja. Aber ich glaube, für viele Soziologen ist das Gehirn unwichtig. Also für Systemtheoretiker oder auch Sozialkonstruktivisten, symbolische Interaktionen. Für Georg Simmel auch, weil er ja, wie gesagt, nur die Wechselwirkung beobachtet. Ja. Ja, also ich glaube, für die meisten ist das Gehirn unwichtig. Ja. Und es ist ja auch so, das haben wir aber jetzt schon häufiger festgestellt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, dass du natürlich davon ausgehst als Soziologe oder als Soziologin, dass dein Gehirn jetzt gerade unsere Unterhaltung beobachtet. Aber es ist halt eben in der Umwelt unseres Systems, unseres Interaktionssystems, unserer Beobachtung, Interaktion, unserer Kommunikation. Wir können uns gemeinsam über unsere Gehirne unterhalten, das tun wir ja auch jetzt gerade mit René zusammen. Mhm. Aber was die Gehirne jetzt tun, was sie jetzt denken über unsere Unterhaltung, das wissen wir ja nicht. Du kannst mir jetzt natürlich fortlaufend versuchen zu erzählen, was dein Gehirn gerade denkt. Nein. Aber das wäre ja absurd. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Denn, also du, spätestens an der Stelle, wo du fragst, warum ist diese Interaktion so, kannst du doch nicht nur mit dem argumentieren, was du beobachtest. Also gerade so Untersuchungen zum Gehirn, zu verschiedenen Arealen, zu dem emotionalen Zentrum des Gehirns oder so, sind doch wichtig, um eventuell beantworten zu können, warum redet jemand nicht mit dir, warum zieht sich jemand zurück, wie haben Erfahrungen auf jemanden gewirkt, oder? Aber von einer soziologischen Perspektive aus, also zumindest nicht von allen, je nachdem, von welchen theoretischen Strömungen du da drauf guckst, ist es irrelevant, ja. Das, was zählt, ist halt dann sozusagen die soziologische Ebene, also die Interaktionsebene als niedrigste und dann vielleicht, keine Ahnung, Organisation oder gesellschaftliche Ebene. Und da ist im Grunde ist für mich auch nicht wichtig, wieso jemand dann nicht mehr mit mir redet, also jetzt aus psychologischen Gründen, sondern wenn, also soziologisch betrachtet, würde es dann irgendwie darauf ankommen,
zu erklären, wieso sich ein Element aus einem Interaktionssystem zurückgezogen hat. Aber ich meine, Maxi, du hast natürlich recht, das ist jetzt eine sehr ausschließende und sehr relativ radikale Ansicht oder Sichtweise, die aber natürlich disziplinspezifisch ist. Also es geht ja wirklich nur um die Soziologie. Ja, aber ich finde es interessant, weil ich ja sowieso denke, dass die Trennung zwischen verschiedenen Disziplinen nicht so besonders sinnvoll. Aber vielleicht kann ich da ein praktisches Beispiel aus dem Leben gegriffen, also aus dem Film gegriffen, weil Film ist ja das Leben, haben wir schon oft genug festgestellt, Diego. Es ist ja bei den Simpsons so, dass der Homer Simpson sich oft mit seinem eigenen Gehirn unterhält. Er fragt er kriegt gesagt von seiner Frau, hör doch mal darauf, was dein Gehirn sagt. Und er hört rein und dann hört er, isst den Pudding. Und wie willst denn psychologisch diese Interaktion beschreiben zwischen einem Menschen und seinem Gehirn? Ja, soziologisch kannst du das. Du kannst nämlich da in das Soziale sowohl den Homer Simpson als auch sein Gehirn reinsetzen und dir die Wechselwirkung dieser beiden in der Kommunikation, die immer wieder bei den Simpsons dargestellt wird. Manchmal sieht man im Kopf einen Affen auf einer Schaukel im Gehirn. Aber das ist ja auch ich meine, wenn ich mich morgen anziehe, dann denke ich natürlich daran, wie mich die anderen sehen werden. Also ich bin ständig damit beschäftigt, mich mit den Augen anderer zu sehen. Also auch meine Identität. Also ich kann auch sozusagen, also in Anführungszeichen, psychologische Aussagen über Menschen treffen aus einer soziologischen Perspektive, indem ich halt eben sage, dass was mich auszeichnet oder das Verhältnis, das ich zu mir habe, ganz maßgeblich davon bestimmt wird, wie ich vorwegnehme, wie mich andere sehen oder wie ich annehme, dass andere mich sehen. Das ist das, was meine Identität dann letztendlich ausmacht oder das, woraus sich meine Identität ja auch aufbaut und aufgebaut hat. Und auch ein Zwiegespräch, ich werde ja nicht mit dieser Gabe oder dieser Qualität oder dieser Fähigkeit geboren, sondern es ist ja etwas, das ich erst, nachdem ich gelernt habe, dass es einen Dialog gibt, dann mit mir selbst dann durchführen kann. Ich könnte mir vorstellen, das kann auch anders funktionieren, also aus psychologischer Sicht gesehen. Die Frage ist ja, also ich bin jetzt kein Simpsons-Kenner und auch keine Pudding-Fragen-Kennerin, aber wenn Homer Simpson immer ein Pudding essen möchte, wenn er mit seinem Gehirn spricht. Nee, das Gehirn sagt ihm, isst den Pudding. Und er hat dann die Entscheidung, ob das Gehirn zu hören oder nicht. Richtig, genau. Aber die Frage ist ja, warum sagt denn in dieser Situation, das Gehirn ist ein Pudding? Und es mag ja sein, Homer Simpson hatte bestimmt eine Kindheit, in der möglicherweise seine Mutter gesagt hat, pass mal auf, warum du das und das gerade jetzt gemacht hast, das war ganz schlecht, darüber solltest du wirklich mal nachdenken. Und in dem Augenblick ist Nachdenken ja vielleicht auch im übertragenen Sinne, sprich mal mit deinem Gehirn, war er frustriert und hat sich vielleicht als Handlung überlegt, er isst dann immer einen Pudding. Sprich, wenn jetzt Marge als seine Ehefrau zu ihm sagt, sprich mal mit deinem Gehirn, ist das vielleicht genau die gleiche Situation, weil das ja auch so, wahrscheinlich zumindest in diese Richtung, denk mal darüber nachgeht. Und dann wird abgerufen in dem Augenblick, Mensch, als Kind habe ich immer einen Pudding gegessen, wenn Mutter mit mir gemeckert hat, dann esse ich jetzt einen Pudding. Und das ist sozusagen das Signal, was ihm das Gehirn gibt. Das Gehirn sagt ja auch nicht zu ihm, ist ein Pudding. Das ist ja eine Interpretation, die er zieht. Ja, aber das Gehirn ist doch nur ein Organ. Das ist ja irgendwie nur organisches Material. Und die Deutung, also die Bedeutung, dass es eine Bedeutung hat für Homer Simpson, dass seine Mutter ihm etwas gesagt hat, das ist doch auch eine soziologische Tatsache. Also, dass beispielsweise Homer Simpson in einer Gesellschaft groß geworden ist, in der die Kernfamilie von Bedeutung ist. Und er vor allem zwei Bezugspersonen hat, nämlich seine Mutter und seinen Vater. Mhm. In einer Stammesgesellschaft, in der man nicht auf die leiblichen Eltern nur gepolt ist, sondern alle Eltern gleichermaßen dann deine Eltern sind, also auch die anderen gebärfähigen Frauen und Männer, alle sind gleichermaßen Eltern, dann ist das vielleicht auch irgendwie viel diffuser und es lässt sich dann, und dann würde vielleicht so eine Dynamik gar nicht entstehen, die dazu führt, dass diese Aussage der Mutter eine so große Bedeutung haben wird im späteren Leben von Homer. Also insofern würde ich weiterhin als waschechter Soziologe behaupten, dass das, was die Psychologie sozusagen sich an Erklärungsmacht oder wie auch immer sich, zuspricht,
letztendlich doch zu großen Teilen sozial überformt ist. Ohne diese sozialen Komponenten wäre vieles dann trotzdem irgendwie bedeutungslos oder nicht wirklich zu erzählen. Ich will das nochmal ergänzen, ganz kurz, weil das Gehirn, jetzt wenn man die Realität, also die psychologische Realität sich anguckt, spricht das Gehirn ja mit sich selbst, nämlich isst den Pudding. So, wo ist denn dann der Homer Simpson, wenn das Gehirn zu sich selbst redet? Also Homer Simpson ist das Gehirn. Das ja, aber ja, halt nicht, also, er ist nicht zwangsläufig das Gehirn, wenn wir es soziologisch betrachten. Da nein, kann natürlich. Er das Gehirn sozusagen sich nach außen konstruieren und sagen, ich spreche jetzt quasi mit meinem Gehirn. Weil dann hast du in einem System zwei Interaktionspartner. Ja, genau. Also soziologisch betrachtet würde man sagen, dass Homer Simpson eine ganz typisch soziologische Situation, nämlich sozusagen die, wenn man so will, so das Letztelement, also eine Interaktion zwischen zwei Menschen nachstellt und das dann als Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Gehirn oder zwischen ihm und ihm, also zwischen ihm selbst und zumindest wird das ja da so dargestellt und seinem Gehirn dann wahrnimmt. Aber es ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was soziologisch dann als Interaktion dann wahrgenommen wird. Also das würde ja voraussetzen, es gibt die Möglichkeit, als Mensch mit seinem Gehirn zu interagieren, oder? Und das ist doch, also diese Trennung zwischen Körper und Gehirn. Ja, aber wir sprechen ja nicht von Menschen, ne? Also wir gucken uns ja Interaktionspartner an. Immer, stimmt. Ja, also diese Trennung ist bei dem Aufbau von Identität ja auch ganz, ganz wesentlich, weil man sich ja, also es läuft ja vermutlich, zumindest spricht ja vieles dafür, über den Körper, über die Wahrnehmung des Körpers. Also erst dann kann ich irgendwie mir vorstellen, dass es mich gibt als ein Selbst, wenn ich mich von außen betrachte und zwar wirklich wahrnehme, dass ich einen Körper habe. Mhm. Und das ist ja diese Unterscheidung, für die sich Plessner ja so stark gemacht hat, zwischen Körper haben, Körper sein. Und ich weiß erst dann von mir als eigenständige Entität, die ich trennen kann von dem ganzen Rest, wenn ich mich als Körper wahrnehme. Also wenn ich merke, dass ich einen Körper habe und zugleich dadurch, dass ich das merke, dann weiß, dass ich Körper bin, also dass ich ein Körper bin. Und deshalb spricht er auch von, sagt er ja, betitelt er ja diese Theorie als exzentrische Positionalität, weil man sozusagen exzentrisch, also man ist nie im Zentrum, also man ist immer außerhalb, immer außer sich. Also um bei sich zu sein, muss man außer sich sein. Und wenn man außer sich ist, ist man nicht mehr bei sich. Er redet auch von dem utopischen Standpunkt, den der Mensch dabei einnimmt. Um Mensch zu werden, muss man eine Position einnehmen, die es nicht gibt. Weil man sozusagen ständig sozusagen in diesem Hin und Her, also in der Bewegung, sich verliert eigentlich. Und so etwas Ähnliches, also dieses mit dem Gehirn sprechen, ist auch eine, oder sich vorzustellen, dass ich mit mir spreche, ist eine Wiederholung dieser ganz basalen Operation der Selbstwerdung, also dass man eben außer sich gehen muss, um bei sich selbst dann auch zu sein oder um sich auch als ein Selbst wahrnehmen zu können. Und das wird dann dadurch ja auch erst befähigt, also dass man dann mit sich selbst spricht, weil man halt eben weiß, dass man jemand ist, der auch zu anderen sprechen kann. Und wenn man mit sich selbst spricht, ist man eigentlich auch nie ganz bei sich, weil man ja entweder bei dem einen oder bei dem anderen ist. Im Film gibt es ja so eine Szene, wo der Frank auf der Couch sitzt und der Roboter hinter ihm und der Frank redet mit ihm, aber es wird ganz deutlich, dass er nur zu sich selbst redet. Er nutzt also sozusagen diese projizierte Fremdidentität des Roboters, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen, so wie Homer Simpson quasi das Gehirn konstruiert nach außen, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen, könnte man so sehen. Aber ich glaube, wir kommen ja völlig weg von der Freundschaft. Das ist ja ein Thema. Ja, ich kann mich ja dann immer so in Rage reden, ja, weil ich ja so antipsychologisch bin. Aber das tut mir jetzt auch leid. Also ich wollte euch jetzt nicht da irgendwie so... Maxi, Diego wiederholt diesen Standpunkt in jeder Folge.
Er spult wie so ein Politiker nur noch sein Repertoire ab. Ja. Boah, kann ich mehr nachdenken. Ja, das ist ja eine professionelle Deformation. Also ich habe einfach zu lange, bin ich einfach dieser Disziplin nachgegangen und dann deformiert das einen auch. Man ist dann auch wirklich nicht mehr offen für andere Sichtweisen oder andere Deutungen der Wirklichkeit. Ansonsten spielen psychologische Faktoren natürlich eine Rolle im Alltag. Ja, aber wir wollen jetzt mal beim Film bleiben. Ja, nee, aber wir können über diese Szene dann zur Freundschaft wieder zurückgehen, würde ich zumindest sagen, weil du hast jetzt gerade diese Szene beschrieben, wo er so tut, als ob er mit dem Roboter reden würde, wohl wissend, dass der Roboter jetzt gar nicht zuhört, und dabei redet er eigentlich ja zu sich selbst. Also eigentlich möchte er sich selbst etwas klar machen und möchte er mit sich selbst über etwas im Reinen werden und so weiter. Da geht es ja, glaube ich, um die Kinder auch und so, ne? Oder? Ich weiß nicht mehr. Und ich finde, diese Szene hat sehr viel, also sagt auch sehr viel aus über das Verhältnis zwischen ihm und dem Roboter, weil in dieser Szene es eben auch ganz viel um Zuschreibung geht. Also er schreibt dem Roboter jetzt die Fähigkeit zu, dass er ihm zuhört. Und zwar in dem Sinne, dass er nachvollziehen kann, was er spricht, was er sagt. Also auch emotional nachvollziehen kann, was es heißt, dass er als alter Mann jetzt nochmal über sein Verhältnis zu seinen Kindern nachdenkt und so weiter. Und all das setzt er ja voraus bei dem Roboter, damit es überhaupt Sinn machen kann, dass er dem Roboter das alles erzählt. Und genau so, also so etwas Ähnliches passiert, glaube ich, in den Situationen, in den Szenen, wo man das Verhältnis zwischen ihm und dem Roboter als Freundschaft wahrnehmen kann. Das hat, glaube ich, dann auch ganz viel mit Zuschreibung zu tun. Er schreibt dem Roboter die Fähigkeit zu, ihn als, ich weiß nicht, als Person wahrzunehmen, mit der er sich anfreunden kann, obwohl er genau weiß, dass der Roboter natürlich, dass es dem Roboter vermutlich auch völlig Schnuppe ist, ob er jetzt sein Freund ist oder nicht. Ich glaube, die Grenze wird irgendwann durchbrochen. Ich glaube nicht, dass er zum Schluss noch registrieren kann, dass der Roboter, also wenn man ihn fragen würde, kann ein Roboter eine Freundschaft zu dir eingehen, könnte er das wahrscheinlich. Aber aufgrund der emotionalen Bindung und der schwierigen Situation, in der er zum Schluss dann beispielsweise auch ist, glaube ich, geht er davon aus, der Roboter ist sein Freund. Das ist ja das Problematische, glaube ich, auch an der Beziehung, an dieser Freundschaft, dass sie eigentlich einseitig ist. Weil wir beobachten die Interaktion typischer Freundschaften. Aristoteles sagt zwar, zu unbeseelten Dingen kann man keine Freundschaft entwickeln, aber erstens kannte er noch keine Roboter und zweitens sind wir als Soziologen eben darauf angewiesen, Sachen zu interpretieren, nur auf der Beobachtung. Und dann sieht man, dass die beiden in einer Wechselwirkung zueinander stehen, die typisch freundschaftlich ist. Und ob das jetzt sich die Freundschaft in dem Gehirn abspielt, von dem Computer oder in dem Gehirn von Robert, von Frank, spielt für uns bei der Beobachtung und Entscheidung, ist das eine Freundschaft oder nicht, erstmal keine Rolle. Wir müssten es in der Interaktion als Beschreibung, als gesellschaftliche Beschreibung, müssten wir dem den Status Freundschaft zuordnen. Wenn du natürlich als Psychologe rangehst und misst und reinguckst. Im Übrigen ist Freundschaft auch ein gutes Beispiel, um diese soziologische Sichtweise zumindest zu illustrieren. Also ob man der dann folgt, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Weil das Freundschaft eben etwas ist, das als sozialer Tatbestand sich erst etablieren muss, lässt sich ja auch daran festmachen, also ganz anschaulich, dass wenn ich mich mit jemand anfreunde und gerade dabei bin, die Freundschaft aufzubauen und das dann thematisiere, dass die Freundschaft höchstwahrscheinlich in eine Krise führen wird, was vermutlich dazu führen wird, dass die Freundschaft dann auch erst gar nicht mehr entsteht. Also Freundschaft als ein Interaktionssystem besonderer Art muss sich eben als System, als Interaktionssystem etablieren. Und erst wenn es sozusagen wie eine Tatsache, ein sozialer Tatbestand, erst wenn es sich so stark verfestigt hat und etabliert hat über die Zeit, über halt eben vielfältige Interaktionen und so ein Verweisgeflecht auch an gemeinsame Erfahrungen, auf die man auch eben immer wieder auch weiter aufbauen kann und immer wieder auch in der Interaktion verweisen kann. Erst wenn sich das aufgebaut hat, etabliert hat, als wirklich eine Tatsache, so wie ein Gegenstand, den man auch anfassen kann, erst dann kann man anfangen, auch darüber zu reden
und vielleicht dann auch über eigene Empfindungen in der Freundschaft und so weiter und so fort. Und erst dann, ja, kann man eigentlich erst anfangen, auch irgendwie darüber zu psychologisieren und irgendwie sagen, ja, ich empfinde die Freundschaft jetzt so, weil ich in der Kindheit das und das erlebt habe oder so. Aber ich meine, das System Freundschaft muss sich doch erstmal herstellen. Und dass dieser Herstellungsprozess ja hochgradig gefährdet wird, wenn ich das dann eben explizit thematisiere, dass wir jetzt gerade dabei sind, eine Freundschaft aufzubauen oder bla bla bla, dass der dann halt eben in der Krise gestürzt wird, ist, finde ich, ein gutes Beispiel, um diese typisch soziologische Perspektive auf ja auch sehr, sehr intime und sehr, sehr persönliche und ja durchaus ja eben die Psyche auch eines Menschen betreffende Erfahrung oder sowas zu illustrieren. Und allerdings ist doch, du unterstellst doch an der Stelle, der Roboter ist in der Lage, eine Freundschaft aufzubauen. Was auch immer das heißt, mir fällt es ein bisschen schwer, gerade diesem soziologischen Gedanken zu folgen, weil wie kann ich etwas beobachten? Ich stelle mir gerade vor, ich würde in dem Film nur Robert beobachten. Hm. Würde ich dann beobachten, dass er in einer Freundschaft sich befindet? Hm. Ich glaube, nein. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, du hast recht. Nee, du kannst... Moment. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass das eine sehr schwierige soziologische, also die ist so weit weg vom Alltagsempfinden. Hm. Ja, ja, klar. Dass es halt sehr schwierig ist als Ansatz auch und man sich zu Recht damit schwer tun darf. Ja? Hm. Das ist legitim. Und massenweise würden Hirnforscher auch dagegen Sturm laufen. Ja, natürlich, klar. Aber wenn wir jetzt mal soziologisch dranbleiben, du würdest natürlich nur beim Beobachten von Robert keine Freundschaft feststellen können, weil da fehlt ja der Interaktionspartner. Das heißt, du müsstest dann, wenn du dein Argument weiterziehst, sagen, ja, wie verhält sich zwischen zwei genau. Robotern? Robert. So. Ja, genau. Ja. Und dann würde man sagen, okay, die verhalten sich aber wie Freunde. Und das ist halt der Punkt, wo wir dann als Soziologen sagen, okay, wenn die sich so und so verhalten und wenn wir nicht feststellen können, ohne in den Kopf reinzugucken, dass die keine Feinde sind, also dass die Freunde sein müssen, dann sagen wir, okay, wir haben hier eine Interaktion, die die Definition Freundschaft trägt, ja, die sich nichts unterscheidet zwischen der Freundschaft von zwei Menschen, außer dass die Menschen noch Empfindungen dazu haben, die uns aber nichts angehen. Ja, man müsste davon ausgehen, aber eine ganze Reihe von Prämissen müssten irgendwie als sehr wahrscheinlich dann auch gelten können. Mhm. Also beispielsweise zunächst einmal die, dass beide Roboter freiwillig miteinander interagieren. Also dass beide Roboter entscheiden können, ob sie Zeit mit dem anderen Roboter jeweils verbringen möchten. Was ja nicht gegeben ist. Was nicht gegeben ist, weder im Film noch in Robotern, die man sich bisher vorstellen kann. Maxi, da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, dass zwischen diesen Robotern Freundschaft gar keine Funktion erfüllen würde. Also zwischen Menschen hat Freundschaft ja eine gewisse Funktion. Aristoteles hat gesagt, Freundschaft ist wichtiger als alles andere im Staat, wichtiger als Gerechtigkeit, weil damals in der Antike, da gab es sowas wie auf der Polis zum Beispiel, gab es nicht die Polizei oder die Feuerwehr, da war man auf Freundschaften angewiesen, um sich zu schützen. Da hatte das schon eine Funktion. Man müsste sich also jetzt wirklich eine Robotergesellschaft erstmal ausdenken, also wo die Roboter auf dieses Phänomen Freundschaft angewiesen wären. Insofern würden wir es wahrscheinlich nicht beobachten. Wenn wir es aber beobachten, würden wir es als Freundschaft definieren, also glaube ich. Da würden wir da nicht gucken in den Kopf und sagen, ja, empfindet er jetzt ganz wirklich das auch? Hat er dann den Serotonin-Ausstoß? Also genau. Ja, und das macht dann den Unterschied zwischen Psychologen, Neurologen und nicht allen, aber vielen Soziologinnen und Soziologen, die halt eben dann sagen würden, wenn eine Reihe von Prämissen gegeben sind, dass auch die Interaktion zwischen zwei Robotern dann als Freundschaft deklariert werden müsste. Mhm. Also wenn sie halt eben freiwillig entscheiden können, wie viel Zeit sie mit welchem Roboter verbringen und eben relativ viel Zeit dann mit einem anderen Roboter verbringen und sich über ihre Erfahrungen austauschen und so weiter und so fort. Und wenn wir von außen dieses Interaktionssystem dann so beobachten könnten, wie er bei Menschen oder zwischen einem Menschen und einem Roboter vonstatten geht, dann müssten wir sagen, zumindest soziologisch, das ist ein Interaktionssystem, das die Merkmale einer Freundschaft trägt.
und oder aufweist. Ja, das, aber ich finde es total interessant, weil äußerlich würde ich sagen, stimmt das immer. Aber beispielsweise, wenn eine Person eine Freundschaft intendiert, aus Machtgründen, die du ja vorhin zum Beispiel mal angesprochen hast, und man jetzt sagen würde, man könnte, also gehen wir mal davon aus, Serotoninausstoß und Freundschaft wäre irgendwie miteinander verbunden. Wenn man jetzt feststellen würde, Serotonin wird immer dann verstärkt ausgeschüttet, wenn Menschen sich befreunden oder in einer Freundschaft sind, eine Freundschaft leben, könnte man wahrscheinlich in diesem anderen Fall, wo jemand intendiert, aus Machtgründen eine Freundschaft zu haben, feststellen, dass bei dem kein Serotonin ausgeschüttet wird. Und dann würde ich als Soziologe jetzt, wenn ich euch richtig verstehe, immer noch beobachten, dass es zwischen den beiden eine Freundschaft gibt. Ja, weil das der eine spielt die und der andere empfindet sie. Ja. Aber gibt es dann, also ist das dann, aber was man tatsächlich unter Freundschaft versteht? Man kann doch nicht sagen, ja. Darf ich, ja, du hast dann nicht alle Fakten der Erhebung sozusagen vorliegen, nämlich wenn einer aus Machtgründen eine Freundschaft eingeht und du beobachtest sein ganzes Verhalten über lange Zeit, dann kriegst du ja mit, dass er das aus Machtgründen macht, weil er noch andere Aktionen macht und weil du mitkriegst, okay, er betrügt seinen Freund sozusagen oder hintergeht ihm hin oder nutzt ihn aus oder so. Das kann man ja anhand der Handlung dann sehen. Wenn er niemals, niemals eine Handlung begeht, die auf Machtgründen basiert, also wie willst du dann feststellen, ihm zuschreiben oder ihm unterstellen, dass er, weil ihm die Hormone fehlen, das nur aus Machtstreben macht? Letztlich kannst du es nur an der Handlung klar machen. Handelt er mächtig nach Machtstreben? Also ist er ein Machtbeseelter oder nicht? Und wenn er immer, wenn du einen Roboter hast, der sich benimmt wie Mutter Teresa, und du stellst aber fest, dieser Roboter hat diese Serotoninausstöße nicht oder so, kannst du ihm ja überhaupt keine Macht unterstellen. Du kannst ihm nur dann Macht unterstellen, wenn du den Beweis hast, dass er mal irgendwie mächtig, also mit Machtstreben, mit Intrigen und so weiter agiert hast. Und das sind ja Handlungen, die können wir ja beobachten. Ja, ich denke. Hallo? Also, ja, okay. Also. Jetzt war das so gruselig. Aber hey, ja. Das ist ja aber auch gerade so der Punkt. Also du weißt ja streng genommen nicht, ob wir jetzt Menschen sind oder Roboter. Also du unterhältst dich ja jetzt mit uns, aber du weißt es nicht. Und das haben wir ja damals ja schon relativ ausführlich besprochen. Wir wollen das jetzt nicht. Ja, wir wollen jetzt nicht so immer wieder wiederholen. Ne? Aber die Sache, die ich jetzt nur ganz kurz sagen wollte, war, wenn ich sage, jemand nimmt eine Freundschaft aus Machtgründen ein, dieses Motiv kann ich entweder im Gehirn abbilden. Ja, nehmen wir an, Gehirnforscher könnten das, können sagen, die und die Neuronen springen an. Das heißt, er ist machthungrig und macht die Freundschaft nur deshalb. Aber dann gehören halt andere Handlungen auch noch dazu. Und die Handlung beobachten wir ja. Und jetzt ist die Frage, wer er wirklich? Wer ist keine Freundschaft? Wer ist eine Zweck-, eine Machtfreundschaft, ein Machtpakt sozusagen, wenn zu diesen Gehirnabbildungen, die für Macht sprechen, überhaupt keine Handlungen folgen? Also wenn der überhaupt nicht machtgierig handelt? Das ist dann die Frage. Und da würden wir als Soziologen sagen, nee, der muss schon machtgierig handeln, egal was sein Gehirn sagt. Sonst ist er nicht machtgierig. Und würdest du andersrum, wenn du dir den Roboter anguckst, also Robert und Frank anguckst und deren Freundschaft, dann hast du ja keinen Ansatz, wo du, oder anders, der Roboter ist darauf eingestellt, dass er eine Beziehung zu diesem Menschen herstellt. Das ist sozusagen auch eine Funktion, die ihm zugeschrieben wurde. Es ist nichts, was aus ihm herauskommt. Deswegen würdest du wahrscheinlich nie beobachten können, dass der Roboter etwas gegen diese Freundschaft sozusagen tut. Sondern du würdest immer nur halbwegs, in Anführungsstrichen, konformes Freundschaftsverhalten irgendwie feststellen. Ja. Du würdest aber bei dem, was du psychologisch von einer Freundschaft erwarten würdest, sehen, Frank kann in dem Sinne nichts investieren, Robert kann nichts investieren in eine Freundschaft, weil er eigentlich nur reagieren kann und animieren kann. Ja. Aber er kann nicht das, was ich jetzt wichtig fände für eine Beobachtung einer Freundschaft zwischen Robert und Frank, an Robert tatsächlich beobachten, weil er reagiert und er reagiert nie falsch, das stimmt. Ja, also ich denke, das bringt es gut auf den Punkt. Also die Freundschaft, die wir als Zuschauer
oder Zuschauerinnen wahrnehmen, hängt eben davon ab, dass einer von den beiden, nämlich Frank, der Mensch, sich auch gegen diese Freundschaft entscheiden könnte. Und am Anfang ist er ja auch erst sehr gegen, also sehr negativ eingestellt gegenüber diesem Roboter. Es ist in gewisser Weise eine halbierte Freundschaft. Erst dadurch, dass ein Element dieser zwei, also nämlich Frank, der Mensch, sich gegen die Freundschaft entscheiden könnte und auch in jeder Zeit auch sozusagen unerwartet auch reagieren könnte, also dem Roboter gegenüber, erst dadurch können wir das als Freundschaft erleben, wenn wir die Interaktion zwischen den beiden wahrnehmen. Moment, da wäre Freundschaft dadurch definiert, dass ich immer auch die Möglichkeit erwäge, dass sich der Freund abwendet. Absolut. Aber das definieren wir doch, so definierten wir ja Individuen, Personen, Menschen gegenüber Maschinen. Wir definieren doch jetzt Freundschaft als Freundschaft. Und Freundschaft sehe ich eben nicht dadurch definiert, dass ich die Erwartung habe, dass sich der andere auch abwendet, sondern sehe ich dadurch definiert, dass bestimmte Handlungen... Nein. Natürlich. Verlässliche Handlungen durchgeführt werden. Ja, natürlich. Also, ja, klar, in einem hohen Maße zeichnet sich Freundschaft ja gerade dadurch aus, wie du vorhin in der Definition ja auch erwähnt hast, dass ich eben darauf baue, dass ich meinem Gegenüber vertrauen kann und dass ich eben auf dieses vertrauenswürdige Verhältnis ja auch baue und dass ich natürlich davon ausgehe und auch im hohen Maße erwarte, dass meine Erwartungshaltung auch nicht enttäuscht wird. Also, dass ich halt eben nicht von heute auf morgen... Dass mir nicht von heute auf morgen die Freundschaft aufgekündigt wird. Du hast völlig recht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ein wesentlicher Bestandteil von Freundschaft eben darin liegt, dass ich im Prinzip schon immer auch damit rechnen muss, dass mir die Freundschaft aufgekündigt wird. Ansonsten gäbe es zwischen Freundschaft und Familie und Verhältnissen, die man zu Familienangehörigen hat, auch keinen Unterschied. Das ist so, also würdest du... Aber warte, darf ich noch was... Das Allerwichtigste, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... Was eine Freundschaft ausmacht, ist, dass ich ja am Anfang eben nicht wissen kann, ob jemand mein Freund wird oder meine Freundin oder nicht. Würde ich jetzt weiter verfolgen, vielleicht mit Aristoteles, der gesagt hat, es gibt halt drei verschiedene Freundschaften oder zwei, nee, eigentlich drei verschiedene, aber jetzt eine ist die Freundschaft untergleichen, die er dann auch beschreibt. Und dann die Freundschaft unter Ungleichen, die auch die Freundschaft eines Herrn mit seinem Sklaven zum Beispiel beschreiben kann. Und wer jetzt fragt, ob ein Roboter zu seinem Herrn sozusagen freundschaftlich verbunden sein kann oder umgekehrt, der müsste dann dort nachlesen. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber das kommt dem dann wahrscheinlich schon näher, weil der Sklave ja auch nicht sagt, nö, das mache ich nicht. Ja, und trotzdem gesteht Aristoteles der Beziehung zwischen Herren und Sklaven die Definition von Freundschaft zu, die dann anders definiert ist als untergleichen. Nein, aber letztendlich, warum baut ein Sklave zu seinem Herren eine Beziehung auf, ist, glaube ich, auch eine psychologische Frage. Die durchaus, und ich finde die Frage total interessant, das auch mit Blick auf Frank und Robert und Frank. Das, wie heißt das nochmal? Stockholm oder Helsinki-Syndrom? Wie heißt nochmal dieses Syndrom, wo die... Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom, ja. Genau. Wo die Entführten, wie heißt das, die Geiseln, eine emotional sehr enge Beziehung zu ihren Entführern aufbauen, die ja wirklich so weit geht, dass sie auch nach der Befreiung dann zu den Entführern stehen und versuchen, die Entführer, also aufrichtig, also ehrlich empfunden, in Schutz zu nehmen. Ja. Aber ich finde diese Definition von Aristoteles, also Aristoteles natürlich in Ehren. Der Folge mit Frankenstein hast du dich gegen Aristoteles gestellt. Was hast denn du gegen den? Aber, ja gut, egal, nee, ich sage jetzt nichts. Naja, ich meine, weißt du, sich darüber Gedanken zu machen, dass es verschiedene Typen von Freundschaft gibt, und dass ein Typ eben, der ist zwischen Herren und Sklaven, zeigt doch, dass natürlich auch philosophische Einsichten und Erkenntnisse ganz stark abhängig sind von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen dann Philosophen leben bzw. gelebt haben. Und dem will ich jetzt zum Abschluss doch noch eine These aufstellen, die ihr dann verwerfen könnt oder euch anschließen könnt. Kriegen wir das hin? Okay. Versuchen wir es. Ich habe nämlich festgestellt in meiner Analyse, dass eben das,
Kernthema des Films ist Weggehen vom psychologischen Personenbegriff zum soziologischen Personenbegriff und dass der soziologische für unsere Welt der humanere ist. Und zwar gibt es die Szene, wo Robert ja sagt, ich bin keine Person, deshalb kannst du mir den Speicher löschen. Das bedeutet, eine Person setzt er gleich mit der Erinnerung. Ja, ohne Erinnerung löst sich also die Person auf, ist da diese Grundthese des Roboters. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für einen Demenzkranken? Denn der Film beschreibt ja die Geschichte auch eines Demenzkranken, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind. Ja? Und meine Antwort ist jetzt, das, was dich ausmacht, bist du halt nicht durch dich selbst, nicht dadurch, dass du eine Erinnerung hast, nicht durch deinen Speicher, sondern durch die anderen. Und das wird deutlich, zum Beispiel bei Frank durch die Familie. Das, wie sich die Familie zu Frank verhält, ist die gleiche Situation, wie sich Frank zum Roboter verhält, nachdem er seinen Speicher gelöscht hat. Frank ist ja dann Demenz am Ende, erinnert sich an nichts mehr, aber die Familie kommt ja trotzdem zu ihm und hält ihn sozusagen als Person aufrecht. Er hat ja soziologisch beschrieben, ja, wirkt er als Vater in diesem Familiensystem immer noch fort, obwohl sein Speicher ja gelöscht ist. Dadurch, dass die Familienmitglieder ihn integrieren. Die besuchen ihn ja dann auch noch. Frank ist ja in dem Altersheim der Einzige, der keinen Roboter hat. Und dann laufen andere Leute mit dem Roboter rum und einer dieser Roboter guckt ihn kurz an und da fühlt man mit, dass Frank innerlich hofft, ja, zuschreibt, dass das diese Person ist, die er früher kannte, aber es ist nicht die Person, denn die hat einen ganz anderen Speicher, aber er schreibt das zu. Und die Botschaft ist nun, dass wir als humane Wesen eben nicht das Recht haben, Demenzkranke abzuschreiben, weil sie keine Persönlichkeit mehr haben. Denn wir sind es ja, die diese Persönlichkeit erst herstellen. Und das führt zu einem humaneren Umgang mit Demenzkranken, als wenn ich die psychologische Variante wähle und sage, okay, der ist es ja gar nicht mehr der von früher. Also brauche ich mit ihm mich auch gar nicht mehr auseinanderzusetzen. In der soziologischen sagst du, nein, ich mache ihn ja zu der Person erst. Durch meine Zuneigung zu meinem integrierenden Verhalten mache ich den zur Person. Und das wird am Ende des Films halt sehr deutlich, weil die Familie ihn ja nicht aufgibt, dem Vater, ihn nicht abschiebt. Das ist viel humaner, wenn wir so herangehen, weil wir dann die Person immer noch herstellen. Und das ist meine Kernthese, die ich davon mitnehme, aus diesem Film. Ja. Das ist eine sehr schöne Deutung. Ich würde mich ihr anschließen. Und dazu gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr die Forschung von Gesa Lindemann kennt, die auch viel zum Hirntod gemacht hat. Ich kenne sie nicht. Und sie sagt, das ist ja so an der Grenze des Sozialen, also ihre Studien, ihre Forschung, auch empirische Forschung, ist immer angesiedelt in so Grenzsituationen, weil sie, und das tut sie deshalb, weil sie eben herausfinden möchte, wie Personen hergestellt werden durch soziale Handlungen und durch soziale Settings. Und deshalb sucht sie sozusagen in der sozialen Wirklichkeit immer wieder Situationen auf, wo Menschen nicht mehr unter Umständen Menschen sein könnten. Und ich glaube, die bekannteste Forschung von ihr ist halt eben die zum Hirntod. Und wo sie eben letztendlich, also recht komplex, dann zu einem ähnlichen Schluss kommt, wie jetzt René das dargestellt hat, dass halt eben auch bei eben Wachkoma-Patienten, bis dann nicht definiert wird, die sind hirntot, und auch darüber hat sie im Buch geschrieben, auch über die Geschichte des Hirntods, also wie diese Definition, die ja eine willkürliche Setzung ist, sich jeweils verschoben und verändert hat, aber bis sozusagen das nicht festgestellt wird, dass jemand hirntot ist, was auch immer das sein mag dann, oder bedeutet, bis dahin wird dieses Wesen als Person von den Ärzten und den Angehörigen und so weiter weiterhin aufrechterhalten durch ihre Handlung und durch vor allem ihre Zuschreibung, obwohl dieses Wesen eigentlich überhaupt nichts mehr Menschliches an sich hat, weil es ja gar nicht mehr interagieren kann. Es kann ja noch viel weniger interagieren und auf dich eingehen als ein Office-Programm, wenn du ein Mensch zu sein. Und man weiß bei Demenzpatienten, dass
auch wenn die immer nur in 10-Minuten-Takten oder so funktionieren, dass die in diesen 10 Minuten genauso fühlen und genauso, also auf der Gefühlsebene, immer noch absolut ansprechbar sind. Und die wird total vernachlässigt, wenn wir psychologisch rangehen und sagen, aber der hat gar keine Identität mehr, weil er kann das gar nicht mehr selbst herstellen. Also das glaube ich aber nicht. Ich glaube, da jetzt muss ich nochmal eine Lanze für die Psychologie brechen. Das geht so nicht. Also wenn ihr euch die Paro-Robbe anguckt beispielsweise, die wird ja ganz genau dafür eingesetzt, um Menschen emotional wieder anzusprechen, die schwer erreichbar sind. Insofern weiß man, glaube ich, schon sehr wohl, dass ein Mensch ohne Erinnerung oder ohne in Anführungsstrichen gesetzt, bewusster Identität oder einer, die ja auch irgendeiner Form äußern kann, durchaus Emotionen, Empfindungen hat und ja auch gerade Erinnerungen hat, weil diese Erinnerungen, wenn, ich weiß nicht, ob die allein als psychologisches Phänomen zu betrachten sind, ich würde sagen nicht, weil sie sehr soziologisch dann eher oder eine sehr starke soziologische Bedeutung haben aus meiner Sicht, aber gerade diese Erinnerungen machen den Menschen und seine Identität ja zum Schluss noch auch und aus und auch wenn das nur Erinnerungen sind, die irgendwo in der Vergangenheit liegen, sie sind da und deswegen ist, also ich würde dir mit der weiterführenden Interpretation, was du gerade gesagt hast, total zustimmen, aber zu sagen, es wird gleichgesetzt durch den Film, er schaltet den Roboter aus und eigentlich ist er ein Mensch sozusagen, auch jemand, der dann ausgeschaltet ist, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen, weil dass er eben nicht passiert, wenn jemand demenzkrank ist. Mhm. Es kommt, also wahrnehmungspsychologisch gesehen, wenn ich eine Person berühre, und das ist ja gerade bei Demenzkranken auch ganz wichtig, dass es den Körperkontakt gibt, dann sage ich ja aus psychologischer Perspektive, er braucht diesen körperlichen Kontakt, um überhaupt zu existieren. Und ich glaube, es geht noch viel weiter. Es muss eigentlich ein Verständnis irgendwie implementiert werden bei Menschen oder entstehen in irgendeiner Form, dass das genauso ist. Das ist halt bloß, weil diese Person nicht Emotionen äußert wie ich, also mich nicht spiegelt oder mich nicht spiegeln kann, trotzdem empfindet. Und dass diese Empfindung aber auch auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als jemand, der halt intakt ist, sage ich jetzt mal. Ich formuliere das natürlich immer ein bisschen spitzer hier. Ja. Ja, dann verabschiede ich mich bei den Hörern und bei meinen Gästen, bei Maxi und bei Diego. Okay. Wie, ihr wollt euch wieder nicht verabschieden, wie immer. Das stimmt nicht. Nee, wir waren das so gespannt. Nein, ich mach aus.